Okay, der kommt. Glaube ich. Oh. Wow. Der war laut. Aber besiegt haben wir ihn. So, haben wir das hier gleich komplett fertig. Oh, ich kann keine Kabel mehr mitnehmen. Ach komm, dann werfen wir den einen Feuerstein hier weg. Mal gucken, ob wir da schnell durchkommen. Auch natürlich jetzt hier oben immer darauf achten, dass die Tür geschlossen bleibt. So, da können wir uns jetzt gleich eigentlich die Türen mitnehmen, die wir ja brauchen werden. So. Da wird unsere Kabelkiste auch mal ein bisschen voller wieder. Sehr schön. So, Türen. Nehmen wir uns auch gleich ein Schild mit. Wir sind ja ganz toll. Wir schildern das auch sofort aus. Nee, da ist eine Crafting Box. So. Was haben wir da eigentlich noch drin? Dreck. Wir haben Dreck in unserer Ender Chest. Toll. Sollten wir auch mal nach unten bringen. Ach ja, stimmt. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Aufräumen da reingelegt. Ja. Man sollte auch immer gucken, bevor man durch irgendwelche Türen geht. Habe ich irgendwas übersehen? So, also man sieht nichts, nicht viel. Keine Ahnung, ob die Pilze jetzt wachsen oder nicht. Auch hier bitte immer schön oben in die Ecken rein, die Lampen. Dort kann eine hin. Den Dreck nicht weggepackt. Gut. Das hätte mich jetzt geärgert, wenn ich nochmal... Ist das alles, was wir noch an Dreck haben? Na gut, dass ich den meisten Dreck wieder verbaue, das war mir von vornherein klar, aber dass es auf so viel rausläuft, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da ist auch relativ hoch, der Raum. Oh, an sich. Trotz Dreck eine schöne Konstruktion. Simpel, aber doch ganz nett anzusehen. Ich habe das Gefühl, ich muss jeden Moment niesen, aber es will einfach nicht kommen. Es ist auch immer wieder schön, dieses Kribbeln in der Nase. Ich habe ja immer noch Heuschnupfen, also das Gefühl, es geht jetzt erst richtig los. Naja.
So. Hoch. Schön. Ja, zwischendurch laden die Blöcke, die man setzt, nicht ganz. Dann hat man so einen schönen Ausblick durch die Wand durch. Früher hat man da sich da dafür Kies auf den Kopf fallen lassen, damit man durch die Wand sehen konnte. Heute, boah, mit etwas Glück kommt das beim Steine setzen. So. Ja, in unserer Untergrundgeschichte müssen wir auch mal wieder arbeiten, dass wir dort auch mal in die andere Seite der Stadt Tunnel graben. Ursprünglich war ja mal der Plan, dass möglichst viele Häuser im Untergrund vernetzt sein sollen. Davon bin ich ja irgendwie abgewichen, als wir schon zu viel gebaut hatten und zu wenig Tunnel da war. Aber etwas größer sollte der Tunnel dann doch schon werden. So, alles schön ausschachten. Schon über 300 Folgen dieses Jahr produziert. Und es ist erst Mitte des Jahres. Ich habe jetzt ja überlegt, eigentlich müsste ich jetzt ja so ein richtiges Wasting for the World First machen und pro Tag irgendwie 3, 4 Folgen hochladen. Aber bringt ja nichts, ihr kommt ja jetzt schon nicht mit gucken. So, Türen rein. Und da wir ja heute großzügig sind, Pilzfarm. Vorsicht, Monster. Und ich musste das Fenster nicht ein Feld versetzen. Das Schade ist nur, dass wir jetzt nicht wirklich sehen, ob hier was wächst. Zumindest noch nicht. So, Lehm, also bunte Lehmblöcke, um die Minecart-Strecke zu erweitern. Ja, die Idee ist gut, da ohne Frage gute Idee. Lehm ist auch relativ leicht zu farmen, das Zeug ist ja weich. Das heißt, wir sollten damit weniger Probleme haben. Ach ja, ich möchte übrigens überall noch Banner aufhängen, also. Schöne bunte Banner. Holz. Da war die Holzkiste. Kabel. Ich räume das jetzt mal alles vernünftig weg. Ich nehme jetzt auch mal, was ist das eigentlich? Braune Wolle. Warum liegt die denn da drin? Ah, kann sein, dass die durch das Texture Pack. Hier war Kies. Ist das alles, was wir an Kies haben? Oh. Sand war hier oben drin, dann haben wir Monsterzeug. Erstmal hier, da haben wir Kies, hier hatten wir Monsterzeug, das müssten wir auch mal irgendwann erweitern. Ich glaube, Fäden hatten wir schon rausgenommen, ja, die sind hier oben. Hier haben wir das Zeug. Dann haben wir sogar noch eins der Cobblestone. Hier haben wir Rüstung, die wir nicht brauchen. Hier haben wir das Zeug. An Cobblestone, so. Die Fackeln, die können wir doch behalten erstmal. Hier, zack, 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 zack. Dann ist die auch mal wieder leer. Und die Wolle, die packen wir in die Wollkiste. Das ist, glaube ich, die hier. So, dann geht's kurz eine Etage tiefer. Denn hier haben wir ja unsere Drecklagerungen. Erzählt mir jetzt nicht. Ah, ne, hier ist noch eine Reihe frei. Ah, Dreck haben wir gut hier gelagert.
Ja, irgendwann müssen wir mehr und mehr nach unten beziehen. Am Anfang ja, sah es ja wirklich so aus, als bräuchten wir gar nicht die unteren Ebenen. So. Bisschen Glas legen wir einfach jetzt auch mal hier rein. So, wir machen jetzt eine ganz kurze Unterbrechung, denn ich muss mal ganz schnell wohin. So, und dann bin ich dann auch schon wieder. Hab auch gleich noch was zu trinken mitgebracht. So. Dann wollen wir doch mal in unser Lehmbiom gehen und mal so eine Ladung Lehm holen und dann schon mal so einen Gang. Da auch. Na, hier oben hat man keine Türen drin. Einfach mal so einen Gang schon mal vorzeichnen. So. Ah ja. Gut, dass ich große Zahlen genommen habe. Oh. Oh. I. Ja, den haben wir kaputt gemacht. Ja, da unten sind jetzt jede Menge Monster drin. Eine Taschenlampe bräuchte man in Minecraft. Irgendwie so ein Ding, dass man bloß, weil man es in der Hand hält, Energie verliert. Und dann auf Null einfach nicht zerbricht, sondern einfach kein Licht. Ach, da, wonach suche ich eigentlich? Danach. Ja, das Problem ist halt, Minecraft ist halt nicht in Bezug auf bewegliche Lichter ausgelegt. Obwohl jetzt die neue Engine, die ist ja doch relativ flott, was das angeht. Na, warten wir einfach mal ab, was jetzt in der näheren Zukunft alles kommt. Die haben ja ordentlich umgebaut mit dem Update. Also allein diese Blockmodelle. Wir haben auch schon überlegt, was wir damit alles machen könnten. Ich habe auch schon ein bisschen rumgebastelt. Also kamen tolle Sachen bei raus. Aber momentan lasse ich erstmal die ganzen Texture Pack Designer das machen. Und ich gucke mir dann an, was man daran noch verbessern könnte. Wir bleiben bei Chroma Hills. Mein kleines, wie ist das da nochmal, Deviant Texture Pack, wo ich ja selbst viel mit dran rumgebastelt habe, wird ja leider nicht mehr geupdatet. Ich habe schon überlegt, mir das einfach zu eigen zu machen. Das war Lehmbiom. Der hier, oder? So. Toll. Wie komme ich jetzt hier raus? Das ist auf jeden Fall falsch. So. 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 Das gleiche am besten auch noch gleich hier. Ah. Schön. Und hier einmal auf 66. Macht ja nichts, wenn man ein bisschen höher dingst. Klappt's? Ja, ein bisschen fallen tut man. Aber mein Gott. Stört mich jetzt nicht. So, da sind wir mit drei Dreckblöcken, die wir jetzt einfach mal, weil wir sie nicht brauchen, entsorgen. Um dann wieder ein freies Inventar zu haben. So, wo können wir dann abbauen? Ist ja alles schon relativ flach. Welche Farbe wollen wir überhaupt? Mit Orange und Rot hätten wir hier natürlich jede Menge Spielraum. Ich würde sowieso sagen, eine gerade dann in einer Farbe. Ich würde sagen, wir reißen jetzt erstmal das hier ab. Aber wie kommen wir denn da hoch?
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Höher als ich dachte. Jetzt ist aber gleich Ende, oder? Na? Ah, ist ja wirklich hoch. So. Und jetzt geht's nach unten. Also wenn ihr mich fragt, würde ich jetzt mal glattweg sagen, so der erste Gang jetzt in Rot. Dann würde ich jetzt nämlich hier anfangen zu ernten. Ach ja. Ah, nehmen wir mal das ganze Zeug mit, was hier noch so in der Luft rumhängt. Gott, haben wir hier schon gewütet. Ja, mein Lehmbiom auf dem Server sieht ungefähr genauso aus. Es tut einem schon fast leid, wenn man überlegt, wie schön die Dinger mal waren. So, alle Farben, die wir jetzt momentan nicht brauchen, wir nehmen jetzt dann erstmal Rot nur mit. Oder zweifarbig, das wär's doch. Decke und Boden. An die Decke haben wir immer in Holz gemacht, oder? Ja, ich meine ja. Mit Glowstones drin, dafür nehmen wir jetzt dann Kürbisse. Weil die Glowstones sind ja doch rar geworden. Wir müssen auch mal wieder die Hölle erkunden, um da vielleicht ein paar neue Glowstones rauszuholen. Boah. Der letzte Satz tat im Hals weh. Der ist richtig stecken geblieben. Naja. Na dann ernten wir mal Rot. Wir werden übrigens nirgendwo mehr irgendwelche Gänge jetzt ins Lehm, in den Lehm graben. Sondern wenn, dann werden wir von oben alles mit abbauen. So dass wir hier keine hässlichen Höhlen mehr hinterlassen. Aber den Boden könnten wir wirklich in anderen Farbe. Das müsste dann zu Rot abstechen. Hier wie Gelb zum Beispiel. Aber erstmal brauche ich eh so eine Weichenkammer, die bauen wir wieder komplett im Creative Mode. Theoretisch. Na, ich weiß nicht. Können wir die rüber kopieren? Ich bin gerade nicht sicher, ob wir da. Die müsste ja rotiert werden. Haben wir einen Rotationsbefehl inzwischen? Ich meine ja, dass ich sowas in den Patch Notes gelesen habe. Ah, machen wir uns jetzt noch keine Gedanken drüber. Da gucke ich gleich kurz im Wiki. Das wäre natürlich auch genial. Da könnten wir endlich mal den Kopierbefehl sinnvoll einsetzen. Wenn wir es nämlich im Creative Mode bauen, dann könnten wir es auch direkt rüber kopieren. Ja, Lehm ist wirklich ein schöner Baustoff. Nur schade, dass man keine bunten Lehmziegel daraus machen kann. Das wäre noch schöner. Denn so ist das ja doch relativ glatt alles, wie Putz. Also, als wenn du eine Wand mit Rauputz überzogen hättest. So sieht das ja quasi aus. So. Na, machen wir erstmal hier oben weiter. Ja, ich hatte ja angekündigt, irgendwann ist dieses Lehmbiom weg. Übrigens, wir benutzen für Boost-Schienen keine Sensor-Schienen mehr, sondern wir nehmen einfach einen Redstone-Block, der drunter liegt.
ist einfach im Gesamtbild das billigere. So, jetzt haben wir schon ordentlich rot. Machen wir das mal hoch, dann sehe ich auch, wie weit wir noch haben. Ja, jetzt heißt es, die Mauern hier wegreißen. Ja, hier haben wir schon alles an Rot weggeerntet. Ja, das nächste, was wir bauen, wird auf jeden Fall in Gelb. Ich müsste auch noch einen zweiten Turm bauen. Hatte ich ja Opa versprochen, dass wir einen zweiten Turm direkt neben unseren jetzigen Turm bauen. Nur dass wir... wie kann man das jetzt am besten erklären? Die Reduzierung der Blöcke. Wir haben ja spezielle Blöcke, die wir pro Runde reduziert haben. Ich glaube, das war dort, dass wir die Schrägen reduziert haben. Und jetzt reduzieren wir einfach dann mal die Geraden und dann vergleichen wir die beiden Türme, wie sie aussehen. Ansonsten komplette Grundfläche gleich, die erste Etage komplett gleich, die Farben gleich. Oh, es wird dunkel. Toll. Ah, wir haben ein Bett hier. Da können wir gleich so ein bisschen Lehm abladen. Ach komm, nimm das hier auch mit. Je mehr Lehm ich jetzt ernte, desto weniger Lehm muss ich irgendwann ernten, weiß nicht, wenn ich eine richtig tolle Idee im Kopf habe und keine Rohstoffe habe. So, dann haben wir es nämlich hier schön eckig. Ah, da ist schon der erste Zombie. Schnell zum Haus runter. Gott, man sieht das Haus jetzt sogar, wenn man überlegt, dass da vorher mal ein richtiger Berg vorstand. So, und rein ins Bettchen. Fenster konnten wir uns hier nicht leisten. So. Ein bisschen was haben wir ja sogar noch hier drin. Besonders an Schrott. Naja. Ich habe mir das überlegt. Zweifarbig ist eigentlich in dem Sinne doch doof. Da wir ja eigentlich die Seiten mit Glas machen und das Dach in Holz. Wo sollen wir da die zweite Farbe überhaupt reinbinden? Ja, dieser ungefärbte Lehm hier, der ist natürlich auch ganz toll. Ein Tag werden wir jetzt hier noch farmen. Dann geht's zurück. Dann haben wir auch erstmal ein bisschen was. Dann gucke ich mal nach diesem diesen Copy-Paste- und Rotationsbefehl. Kann ja was werden. Das Schöne ist, im Gegensatz zu World Edit hat Minecraft natürlich keine Rückgängig-Funktion. Juhu. Sprich, das muss auf Anhieb richtig sitzen. Oder wir bauen es einfach im Creative Mode. Ich glaube, das ging in dem Fall sogar schneller. Dann habe ich bis zur nächsten Aufnahme ein bisschen Zeit zu üben. Denn wir brauchen noch zwei solche Weichen. Ja, wir nehmen jetzt natürlich auch jede Menge andere Blöcke mit, nicht nur Rot. Und das hat natürlich auch für die Zukunft einen praxisbezogenen Vorteil. Lehm ist ein wirklich schöner Baustoff. Also, da haben sie was richtig Tolles gemacht, dort 15, nee, 16 verschiedene Blöcke, 17 verschiedene Blöcke zu machen, mit denen man bauen kann. Das Einzige, was ich vermisse, sind natürlich Halbsteine und Treppen. Aber das ist eh bei vielen Blöcken, vermisse ich das. Das ist eine echte Rarität. Vor allem jetzt auch bei den neuen Steinen. Also kommt, Leute. Halbsteine und Treppen. Das ist wirklich nicht zu viel verlangt, oder? Aber sie sind ja auch die Engine am Umbauen. Vielleicht hat es damit zu tun.
dass sie vielleicht mit dem nächsten 1.9 dann einfacher Treppen und Halbsteine hinzufügen können. Und dass dann vielleicht die Halbsteine und die Treppen zu allen möglichen Steinen noch nachgereicht werden. Ich hoffe es.